Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear 2. Beim letzten Mal sind wir wieder in diesem Haus angekommen. What if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever? Forever. No, also die Beden, die süß sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte wird irgendwie immer verworrener und ich blicke so langsam so gar nicht mehr durch. Am Anfang habe ich ja noch so diverse Theorien gehabt. Die sind auch noch nicht ganz verworfen, aber... so ein bisschen habe ich mittlerweile den Faden verloren. Klicken da, Moment. Geburten. Herr und Frau Abraham haben am Samstag, den 3. Februar um 23.30 Uhr im St. Bartholomew's Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Herr und Frau Hopkins haben am Sonntag, den 4. Februar um 16.30 Uhr im St. Thomas Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Burns haben am Sonntag, den 4. Februar um 2 Uhr im St. Bartholomew's Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Wilkes haben am Montag, den 5. Februar, mir scheißegal, ob wir jetzt sterben oder sowas, um 6 Uhr im Royal Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Tode. Anderson, geliebter Sohn, kam am 3. Februar um 18 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 14 Uhr, Friedhof Highgate. Burns, geliebte Ehefrau, Mutter zweier Kinder, kam am 4. Februar um 2 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Mittwoch, den 7. Februar, um 14.30 Uhr, Friedhof Westham. Green, geliebter Ehemann, kam am 5. Februar um 8.30 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Donnerstag, den 8. Februar um 13 Uhr, Friedhof Highgate. Miller, geliebter Ehemann und Vater, kam am 3. Februar um 22 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 16.30 Uhr, Friedhof Hempstead. Burns. Am 5. Februar gestorben, am 4. Februar Sohn zur Welt gebracht. Also sie ist einen Tag nach der Geburt des Kindes gestorben. Nee, am selben Tag gestorben. Ich weiß, eine Zeile verrutscht. Green hatten wir hier nicht. Hopkins, Anderson, Abrams, Wilkes. Okay. Hier sehen wir nochmal, wie das Kapitel heißt, das aktuelle. Wo bin ich? Ah ja. Ich hätte das mit dem Lichtern sehen, zur Not auch klemmen können. Wird schön bedrohlich, aber... so, Wasserhähne funktionieren überall, das ist mal sehr wichtig. Die Wanne könnte mal wieder geputzt werden. Oder muss die so aussehen? If you want to make it to the end, just remember, the monster can be scary. But it's sad too. Because at the end of the day, it's just as lost as we are. Ich mag ja solche Murmelspiele, aber doch nicht von dem Auge. So ekelhaft. Mal durchspulen. Okay, irgendwas greift von oben runter. Sieht widerlich aus. Und ich hasse diesen perspektivistischen Scheiß. Das Gefühl, dass das dort bringt.
erstmal schmulen. Jetzt bewerfen sie den Boden mit Steinen, so wie es aussieht. Natürlich. Ventilator läuft wieder. Verschlossen. Okay, jetzt natürlich. Ich mach mal den Ventilator wieder. Machen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ihr jetzt von mir wollt. Wenig Steine. Ich raff's grad nicht. Spannend ist auch, wir haben keinen Schatten. Mein Geschirrspüler läuft übrigens immer noch. Gleichen Effekt. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht der Einzige, der jetzt hier absolut betriebsblind ist. Lassen wir, überlegen wir doch mal. Was passiert denn, wenn wir hier die Wasserhähne andrehen, dann fangen sie da oben an mit Steinen zu werfen. Was auf ihr auftreten, umso mehr Steine sind es. Das hindert die Pflanze daran zu wachsen. Weil Steine fallen drauf, machen sie kaputt.
Warum muss das hier aus? Scheinwerfer ist hier auch nichts ansonsten. Jetzt haben wir da oben halt einen Wirbelsturm, ne? Der hilft uns aber auch nicht wirklich. Gucken wir gerade auf die Uhr, wann das Rätselraten endgültig beginnt hier sozusagen. Jetzt 15:39 Uhr. Dieser Tür ist Licht an, aber das scheint nicht viel zu bedeuten. Entweder bin ich jetzt gerade zu doof, das Ganze zu raffen, was durchaus wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber es hat funktioniert. So. Sonne. Es ist sehr heiß, der Boden scheint zu brennen. Da haben wir ein Radio. Bloody Roots. So, jetzt sind wir wieder hier. Die Tür hinter uns ist verriegelt und verrammelt. Und hier dreht sich eine spannende Spirale. Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Kapitän. Weil sie sehr stolz ist. So stolz. A little spark is all it takes. Okay. Ich dachte erst wieder, ich wäre geduckt. Aber ich laufe aufrecht. Und jetzt auf einen Friedhof. No, please! Was hat der Vater getan? Stay out of it, Lily!
Why can't you just leave us alone? Nicht mitnehmen. You filled the boy's head with nonsense. As if it wasn't useless enough. Alter Vater. Lass uns unsere Schwestern rüber, oder ist jetzt was? You're the one who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You monster. Safe Zone. Das heißt, wenn er hier nochmal angreift, das hier ist nicht tief. Auch zurück und hier rein. Gift und Galle. Ich warte, bis die Flamme noch ein weiteres Mal vorbeizieht. Die kommt doch bestimmt gleich wieder. Gut gemacht, muss ich sagen. Da kann man schon mal Albträume von bekommen, von dem Ding.
hi. Ja, wir kommen näher. Obwohl es eigentlich so von meinem Orientierungssinn her eher den Eindruck hat, als würden wir von ihm weg. Bitte jetzt nicht ganz von vorne, ja? Bitte. Danke. Danke. Okay, ich bin in der Safe Zone, das ist gut. Okay, der führt die Flamme gleich wieder zurück. Schön sein. Ist er nicht. Okay. Gut, nachdenken. Es muss hier irgendwo entweder einen Ort geben, an dem wir uns verstecken können. Ja, hier ist die Safe Zone erstmal. Ups. Entschuldigung. Kurz anders hinsetzen. Alles klar. Okay, der pollert hier nach links und rechts und hier sind diverse Safe Zones. Ebenso wie hier. Zack. Nee. So, das flitze ich hier lang. Ach du Scheiße! Lauf, Kleiner! Lauf! Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Okay. Wir sind eine dieser Familien, wo die Mutter am Tag der Geburt gestorben ist. Komischer Deutsch heute. Und der Vater hegt deswegen Groll gegen uns. Aus diesem Grund kauft er nur seiner Frau an ihrem Todestag etwas, statt uns etwas an unserem Geburtstag, weil das beides derselbe Tag ist. Und so war James Zeit seines Lebens der ungeliebte Klotz am Bein seines Vaters. Nur seine Schwester war immer für ihn da. Walze 4. Ups. Da dreht die Maus durch beim Schublade schließen. Darstellen. Ciao. Is it over? No, Mr. Hardy. It's only just beginning. Na toll. Willkommen zurück im Kino. Ein Leuchtturm. Eine Schaluppe mit zwei Personen drin. Das Spiel speichert.
Breeze. Atme. Kajüte sieht irgendwie immer interessanter aus. So, mittlerweile haben wir ein paar neue Dias gefunden. Jetzt haben wir auch dieses traumhaft schöne Bild hier hängen. So. Schiff in Flammen. So sieht es übrigens aus. Sind das wie mit unserer Schwester? Das ist definitiv unser Vater. Aus dem, was wir jetzt aus dem letzten Kapitel erfahren haben, dass er nur ein Auge hatte. Womöglich eine Kriegsverletzung oder so. So, zieh es durch. Was haben wir jetzt hier stehen? Lasse dein Herz bluten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sein Herz blutet, wenn man seine Schwester denkt. Je nachdem, was mit ihr passiert ist. Jetzt nicht bei ihm ist. So, zuletzt haben wir die Walze 4 gefunden. Tell me, James. Do you like sitting here in the park? I don't know. You don't know? I think I do. Out here, I could be anyone. Truly? You could be anyone you want? I think I don't need to be. I can play anyone I want. Läutete das seine Schauspielkarriere ein? Ach, einer der beide Meuterer. So, aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Layers of Fear 2 wieder. Macht's gut. Cheerio.